Wie das einfach mal hier unten keine Sau juckt, ne? Hier gleitet ein Typ einfach mal lang. Und es interessiert einfach eiskalt niemanden. So, sollte reichen. Selten dämlich. So ein Idiot ist mir doch nie So ein untergekommen. dummer Hund. Das war's für ihn. Wollt ihr mich gerade verarschen? Jo, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Geflechtenrunde. Let's Play Ryzen. Ja, wir sind hier in der Welt unterwegs auf der Suche nach Stahlbarts Hinweisen. Schnetzeln nebenbei mit unserem kleinen Kumpel Fred. Weasley. Ein paar Viecher weg, von denen es hier noch mehr als genug gibt. In der letzten Episode haben wir schon so extremst reingeschissen. Wow, war das Rush. Wow! Oh, sorry, leicht übersteuert. Vielleicht fällt's nicht ganz so krass auf. Obwohl, vielleicht doch. Ich habe jetzt einen neuen Monitor. Das heißt, die Aufnahme sollte nicht mehr ganz so gestreckt sein. Und ich habe ein neues Headset, weswegen meine Klangfarbe vielleicht ein bisschen anders ist. Mal gucken. So, wir haben hier noch eine Wolf. Machen wir weg. Schönes Ding. So, wir sind ja auf der Suche nach Stahlbarts Hinweisen. Den letzten, den hatten wir jetzt. Lasst uns mal bitte das Logbuch öffnen. Questkarte, ach ja, scheiße, waren alles Excel-Schwerter, verfluchte Burgherren, namenlose Gräber. So, bei dem hier waren wir. Eins, zwei, drei. Da ist noch einer. Gut, ich würde vorschlagen, wir holen uns hier das Grab bei der Vulkanfestung. Das ist noch ein Schnitzelfieh, nehmen wir gleich direkt mit. Wow. So, haben wir. Warte mal, der direkte Weg zur Vulkanfestung, kommen wir hier schneller lang? Könnte sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es hier Viecher. Ja, hier können wir lang. Perfekt. Oha. Gut, häufiges Speichern ist bekanntermaßen sinnvoll. Da vorne haben wir. Ah, ich weiß nicht, was wir zuerst machen. Machen wir erst die Heilpflanze, die sammeln wir ein. Heilwurzel. Gut, wir haben da vorne zwei Echsenmenschen. Komm, Fred, die holen wir uns jetzt. Zack, zack. Wir locken die am besten mal ein bisschen ran. Falls dahinter noch welche sind, die noch nicht gespawnt sind. Zack. Aha, Penis. So, auf geht's. Los, 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 los. Hilf mir, Fred. Ich bin fast down. Der hat mir Fred zerlegt. Fick dich. Er hat mir Fred getötet. Das kann nicht wahr sein. Fuck you. Lass diesen Scheiß. Kann ja wohl nicht wahr sein. Armer Fred. Es tut mir leid. Oh, Teleport. Serre. Scheiße. Einfach mal eiskalt den Fred erledigt. Das ist doch nicht normal. Oh Mann, ey. Unnötig eigentlich. Aber wir können uns einen neuen Fred herzaubern. Überhaupt kein Problem. So, wir bewegen uns in Richtung Vulkanfestung. Wir müssen nach da oben. Nebenbei schnabuliere ich ein bisschen Pflanzen, weil ich ungern die ganzen Tränke für irgendeinen Scheiß ausgeben möchte. So. Ich wollte schon sagen, ist da noch was? Nein.
Wir müssen oben vor der Vulkanfestung, da gibt es einen kleinen See, da müssen wir hin. Dort soll es ein namenloses Grab geben. So, Frage ist halt nur, wo genau? War das auf dem Plateau? Zeig mir nochmal bitte die Questkarte. Nein, wir müssen tatsächlich noch ein Stück höher. Also ich muss sagen, für mich ist das jetzt mit dem neuen Monitor ein komplett neues Spielerlebnis. Oh yeah, das ist schon. Doch, ist sexy, gefällt mir. So, Heilkraut haben wir. Läuft bei uns. Das war hier irgendwo. Also, wir haben hier den See. Ne? Jawohl. Hat sich da was bewegt? Ich hatte gerade doch ein bisschen Panik. Hier ist auf jeden Fall Kraut. So, hier irgendwo muss es ja sein. Ach du meine Fresse. Ja, okay. Ich weiß, wo es ist. Wir brauchen einmal bitte die Levitation. Haben wir das noch? Oh, es wäre auch scheiße, wenn nicht. So, wir müssen hier runter. Da ist das Grab. Sehr geil. Oh. So, wir sind da. Vielen Dank. Oh Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Meine Fresse, war das grafisch gerade ein Glitch? Okay. So enden wir alle mal. Das ist wohl wahr. Ich möchte, dass du gräbst. Hier ist was vergraben. Ha! Komm, buddel mir mal ein bisschen schneller. Wir halten uns hier voll lange dran auf. Der vierte Drilling. Okay, wir haben irgendwas geschafft, eine Errungenschaft. Läuft bei uns. So, Brief von Kapitän Stahlbart, Gold. Jawohl, das läuft bei uns. 4 von 5 haben wir. Geil! Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so viel laufen. Sprache und musste dann noch zigtausendmal um die ganze Welt hier. Oh, was haben wir denn da? Ha, Kristallkugel der Levitation. Ja, das ist schon mal gut. Ich hätte sonst eiskalt, weil man kommt ja hier nirgends hin. Ich hätte sonst eiskalt schon wieder einen verschwendet. Jo, wir müssen da runter. Das heißt, wir nehmen die Levitation. Ich habe hier kleinen Anzeigefehler. Ich hoffe, man sieht ihn in der Aufnahme dann nicht. Was mache ich denn da? Komm, du Otto, flieg mal ein bisschen schneller. So. Jetzt kann ich natürlich keine Pflanzen oder sonst irgendwas verwenden. Ist ein bisschen ärgerlich. Wie das einfach mal hier unten keine Sau juckt, ne? Hier gleitet ein Typ einfach mal lang. Und es interessiert einfach eiskalt niemanden. So, sollte reichen. Wie selten dämlich. So ein Idiot ist mir doch nie So ein untergekommen. dummer Hund. Das war's für ihn. Wollt ihr mich gerade verarschen? Wir waren. Ey, fuck you. Fuck you, Alter. Jetzt müssen wir da nochmal hinrennen. Es ist nicht wahr, ne? Es ist nicht wahr. Und ich habe vorher nicht gespeichert. Vorhin noch gesagt, häufig gespeichert, sinnvoll. Haha, haha. Und was habe ich nicht gemacht? Ja, richtig, gespeichert. Zack, fick dich. Komm, Fred. Ja, geil. Das ging jetzt besser als erwartet. Hier haben wir noch ein Excel-Schwert. Oh, ist das nervig. Das ist sowas von böse. Und ganz ehrlich, ich hatte
Ah, das war böse. Also das war echt ein scheiß Glitch oder Bug, dass der mich da einfach mal am Arsch der Welt spawnt. Das ist doch scheiße. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Verdammt, ey. Ja, machen wir heute die heutige Folge einen Ticken länger auf jeden Fall. Ich versuchte ja immer so bei 20 Minuten zu halten. Machen wir so heute mal ein bisschen länger. Scheiß drauf. Verdammte Axt, ey. Das ist. Ah, das nervt. Das nervt. An sich wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. Aber so ein Ding muss ja nicht sein, oder? Ich war auf der Höhe eines Sounds, Leute. Ich komme darauf nicht klar, ey. Oh Mann, ey. Na los, Fred. Fred, Fred, Fred. Ach, come on, ey. So eine Scheiße. Wusa. Ja. So, da sind wir gleich wieder da. Also, da ist das See. Alter. Da ist der See. Da war noch einmal Sumpfkraut, was wir uns mitgenommen haben. Ich habe echt keinen Bock, jetzt wieder den Weg hierher irgendwie wegzukatten. Nö. Sehe ich gar nicht ein. So, Levitation. Ach so, scheiße. Fred wartet. Sehr gut. Das ist sehr gut. Und jetzt bitte, ja? Mach mir keine Scheiße. Oh, yeah. So. Also. Ach, geht doch, mein Herr. Komme ich da auch wieder so hoch? Wahrscheinlich nicht. Das ist so bitter gerade gewesen, ehrlich. Hier ist was vergraben. Ach, wirklich? Was du nicht sagst. Da wäre ich von alleine überhaupt nicht drauf gekommen. Grab bitte schneller. Wir hatten die ganze Scheiße schon. Mann! So, wir haben einen Schatz. Was ein Zufall. Ist genau der gleiche Scheiß drin wie vorhin auch. Hat sich nichts dran verändert. Freunde, speichern, ne? Ist sinnvoll. Kristallkugel der Levitation, auf geht's. Und dann müssen wir irgendwie unseren Fred wieder einsammeln. Oder wir zaubern uns einfach einen neuen. Ich weiß, dass Fred wartet. Wo soll er denn auch groß hin? Man kommt da doch gar nicht ohne Magie auf diesen Vorsprung. Würde mich mal interessieren, wie der Stahlbart das auf die Reihe gekriegt hat. Grunz. Mach mich jetzt nicht unglücklich, ne? So. Wir sind exakt über dem Boden. Braves Bubbele. Speichern. So, wir laufen unserem Fred entgegen. Mit ein bisschen Glück folgt er uns oder kommt uns entgegen. Das wäre super. Aber eigentlich möchte ich ihn gar nicht jetzt so verschwenden, weil wir haben keinen Fred-Zauber mehr. Oder noch einen, glaube ich. Skelett beschwören. Davon brauchen wir viel mehr Zauber. Ich sehe es auch gerade nicht. Nee. Deswegen wäre es doch ein Hammer. Trotzdem, es wäre doch sinnvoll, wenn man sparsamer mit seinen Ressourcen umgeht, sage ich mal so. So, wo ist er? Ich hoffe wirklich, dass er mir entgegenkommt. Wenn nicht, bin ich jetzt umsonst hierher gelaufen, was mich noch mehr abfacken würde. Hi, Stan. Ich habe nämlich noch eine Idee, was wir auf jeden Fall in dieser Episode hier machen, was wir bisher noch nicht gemacht haben, weil wir einfach nicht stark genug sind oder waren in diesem, zu diesem Zeitpunkt.
Und wir müssen ja auch noch goldene Kristallscheiben finden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und deswegen helfe ich ja Patty. Haben wir nicht irgendwas der Eile? Das wäre super. Jo. Attacke. Entschuldigung. Mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Ich hoffe wirklich, dass Fred da jetzt noch steht. Wenn nicht, bin ich echt entnervt. Sag ich euch, wie es ist. Diese Truhe hatten wir, ne? Wäre auch schlimm, wenn nicht. Ja, haben wir gehabt. Perfekt. Immerhin. So, weiter, weiter, weiter. Da ist Fred. Hallo, Fred. Wie geht's dir? Komm mit. So, Fred schließt sich dir an. Astrein. Da ist er. Unser kleiner, knochiger Freund. Der kann aber gut mithalten, ne? Junge, Junge. Gut. Ja, da sind noch Pilze. Einer. Ein Mana-Pilz. Yay! Können wir nachher verkaufen. Hier auf dem Hof ist aber auch gar nichts los, ne? Aber wir haben die magische Kristallscheibe fertig. Du hast Glück. Ich habe deine Kristallscheibe gefunden. Was? Wie denn? Wo denn? Du hattest recht. Die Gnome hatten tatsächlich einen Anführer. Du meinst, den Gürger gibt es wirklich? Gab es. Er ist tot. Ich habe eure gestohlene Kristallscheibe tatsächlich bei ihm gefunden. Unglaublich. Ja, du kannst dich jetzt wieder entspannen. Danke, Mann. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was der Inquisitor mit mir angestellt hätte, wäre die Scheibe nicht wieder aufgetaucht. Du hast meinen Arsch gerettet. Hier, nimm dies zum Dank, mein Freund. Möge die Wow! heilige Flamme über dich wachen. 500 Gold? Oh, das ist nice, doch. Das ist richtig nice. So. Eigentlich wären wir jetzt schon wieder fast am Ende einer Folge angelangt. Aber dadurch, dass ich da vorhin dezent verkackt habe, müssen wir das. Oder was heißt müssen? Ich mache heute einfach die Folge ein bisschen länger. Und ich weiß auch, was wir machen. Wir laufen jetzt schon auch in die Richtung des letzten Hinweises. Aber, und da gibt es das ganz, ganz dicke Aber bei. Das lohnt sich jetzt nicht, wenn wir jetzt auch komplett das Ding machen. Das heißt, erinnert ihr euch noch? Hier gab es doch diese eine Höhle mit dem Ghoul. Mit den Ghouls, Ghule, ist mir auch egal. Ich hab's mal gegoogelt, hab's mir aber nicht gemerkt. Scheiße. So, ich möchte da in diese Höhle. Wir speichern selbstverständlich. Kloppen uns unterwegs, wenn wir schon dabei sind, nochmal ein paar Pflanzen in die Rüstung. So, weiter, weiter. Vielleicht lohnt sich die Nummer hier. Auf jeden Fall wird gespeichert. Schwert gezogen. Hi Fred, enttäuscht mich jetzt nicht. Ich sehe drei. Drei Stück von diesen kleinen Scheißviechern. Oh. Einer nur noch. Es ist doch nur noch der eine. Alter, alter Lachs. Wow. Das war heftig. Wow. Drei auf einmal und fast dabei krepiert. Leck mich am Arsch. Eine Mana-Pflanze. Jetzt können wir uns echt mal einen Trank geben, weil das dauert mir doch zu lange. Den Rest machen wir hier mit Pflanzen. Eine noch.
Ja, das ist okay. Komm, ein noch, passt. Wir speichern auf jeden Fall an dieser Stelle. Leck mich am Arsch, war das böse. Ist hier noch was im Wasser? Nur ein Stein. Eine Truhe und einen normalen Pilz. Das war's, oder was? Sag mir jetzt nicht, dass das hier ein... Wow! Schwache magische Heilung, eine Rune-Tatsache, eine Ogerwurzel und ein bisschen Gold. Also es hat sich doch einigermaßen rentiert, Fred. Halbes Leben. Sehr schön, sehr, sehr schön. Dann mal wieder raus aus dieser Höhle. Aber ich muss sagen, die Spielwelt gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also dafür, dass der Titel wirklich schon einige Jahre auf dem Buckel hat, dafür ist das top. Ganz ehrlich. Also Chapeau, meine Herren. Aus dem deutschen Hause dann noch so einen geilen Titel rauszuhauen. Ist schon nice. Also Deutsche können durchaus Spiele entwickeln. Macht nicht nur die USA. So, Fred, kommen Sie ran, Mister. Wir haben permanente Sachen. Heilwurzeln braucht man erstmal nicht. Mir geht's um den hier, Druidenschirling. Maximale Energie. Dann haben wir eine Wichtelkappe. Eine Ogerwurzel. Und der Rest ist nicht Perma. Das hier sind meine kleinen Goldschweinchen. Und wir haben fast 10k, Leute. Alter. Leck mich am Sack. Vielleicht hat da drüben El Barbo noch ein paar Getränke. Getränke, einfach nur Tränke, die wir uns dann noch gönnen können. Wir brauchen so viel an Tränken. Lass handeln. Lass uns handeln. Nö, hat er nicht. Wir haben ganz viel, was wir verkaufen könnten. Aber auch das machen wir nicht. Schauen wir mal eben in unsere... auf unseren Charakter. Ja, ein bisschen fehlt uns noch. Weil wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen den Schwertkampf trainieren. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man nämlich ab einer gewissen Schwertkampf-Skill, sage ich mal, noch gleichzeitig einen Schild tragen. So. Und das wäre natürlich optimal. Das würde unseren Kampf, sage ich mal, um einiges verbessern. Und wir könnten uns natürlich vor starken Gegnern, wie beispielsweise diesen Echsenmenschen, effektiver schützen. Na, Pass Nilo. gut auf dich auf, Kleiner. Ja, danke schön, Nilo Geilo. Da warst du ja wieder am Start. Schön am Saufen wieder. Mein Freund. So, wir haben unsere Questkarte. Wir müssen also die nächste links. Ja, genau. Da müssen wir lang. Und das, liebe Freunde, machen wir. Jetzt machen wir doch einen kleinen Cut. Wir haben jetzt, glaube ich, 3, 4 Minuten ein bisschen länger gemacht. Und jetzt setzen wir hier an dieser Stelle auf jeden Fall einen Cut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es mich doch mal bitte durch ein Däumchen nach oben wissen. Das wäre richtig fresh. Unten rechts könnt ihr auf die Ente klicken, um meine Abo-Ente zu werden. Oben links findet mal ihr meinen GTA 5 Stuff. Und unten links Let's Play Counter-Strike Global Offensive. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schömerdö und noch einen wunderschönen Tag. Ciao.